Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Allgäu Moor. Mit dabei heute der Gorse Ja, was? und der Mari wieder. Grüß dich Gott! Ah, in Höchstes? der Geht letzten. doch. Geht Was? doch. Ja. Was? Eine Konzentration, dass ich nichts Falsches vom Zettel abliest. Hat man jetzt auch gar nicht gemerkt, dass du dich schwer konzentriert hast. Der Mari hat ja in der letzten Folge was angekündigt, dass er noch was zu erzählen hat. Genau, und zwar ist es auch eine sehr, sehr geile Geschichte. Hat auch wieder mit der IT zu tun, aber im Prinzip kann das jeder von euch stehen und nachvollziehen. Ruft ein Kunde an. Ja, sie hat gerade eine CD ins Laufwerk gelegt und als sie das Laufwerk aufgemacht hat, war die CD nicht mehr da. Ich bin eh schon fast wieder ausgeflippt vor Lachen. Wie geht denn sowas? Und dann habe ich gefragt, ja, wie geht denn sowas? Haben sie denn gemacht? Sie haben sie ganz normal eingelegt und ja, es ist ein Slim-Laufwerk und ja. Und letztendlich bin ich dann vorbeigefahren, hat der Kunde gerade 1 Kilometer von uns weg ist. So. Dann bin ich da, guck mir den Rechner an. Okay. War zu dem Zeitpunkt keine CD mehr drin, ja? Haben wir eine CD eingelegt? Natürlich bei Slimlaufwerken klippst du die halt ja fest, das ist der Sinn der Sache. Schiebst rein, wird sie erkannt. Das Lustige ist, sie hat ja gesagt, dass sie auch von der CD noch starten konnte. Was im weiteren Verlauf gar nicht möglich ist. So, haben wir die CD eingelegt, in der andere halt, ging natürlich einwandfrei. Die CD eingelegt, konnte man starten davon, wieder ausgeworfen, fertig. Dachte, das gibt's doch nicht. Die CD war halt nicht mehr da, war sicher nicht mehr im Laufwerk. Das Seitenteil abgenommen, reingeschaut, habe auf dem ersten Blick auch nichts gesehen. Beim etwas genaueren Hinschauen sehe ich, dass die CD über dem Slim-Laufwerk drauf liegt. Und ich denke mir so, schauen Sie her, da ist sie drin, da oben. Wie haben Sie denn das geschafft? Ja, ich habe die eingelegt und zugemacht. Wahrscheinlich meine Theorie einfach nicht festgeklipst, sondern einfach nur draufgelegt, zugeschoben und anstatt dass es die CD jetzt schreddert, hat sie sich halt quasi über diesen Tray, wenn man diese 5,25 Zoll Laufwerkschächte, ist ja immer so ein kleiner Spalt dazwischen. Und da hat sie wahrscheinlich einfach hoch reingezogen. Aber sie kann absolut nicht davon gestartet haben, wenn keine CD drin ist. Hat sie Wahrscheinlich hat die ein geflunkert. anderes Programm gestartet. Ja, nichts von der CD, das kann nicht sein. Ja, Also, dass wahrscheinlich sie weißt du auf das Computer Programm geht, schon. auf die CD klickt und dann sich das Menü öffnet. Ja. Das ist halt so nicht möglich. Und ja, das für einige Lacher gesorgt. Das war schon nicht schlecht. Also ich bin jetzt in der 25. Spur und du? Ich bin jetzt in der 11. So viel zu, ich bin langsam. Du hast einen Meter mehr Arbeitsbreite. Nur mal so. Und ich hupe jetzt mal, gell? Tschüss. Okay. Also ich habe hier irgendwie 23 Grad stehen. Habe ich vor dir angefangen? Ne, du Was, hast ein wo längeres siehst du denn, Feld. wo siehst du denn die... Im GPS. Nicht dein Ernst. Doch. Wo denn? Links oben. Das Plus und dann steht eine Zahl. Da steht bei mir Minus. Ah ja, dann bist du rückwärts gefahren, aber da müsst Minus und dann eine Zahl Dann stehen. bist du rückwärts gefahren. Okay. Okay. Ich gebe es ja Okay, zu, alles ich bin klar. rückwärts gefahren. Bei mir steht Er minus pflügt 10. immer rückwärts. Ja, dann bist du jetzt in der 10. Reihe. Kann nicht Ich sein. habe jetzt noch eine Reihe und dann müsstest du noch eine haben. Das ist schon klar, weil ich von normalerweise von links nach rechts anfange. Ich habe von rechts nach links angefangen. Das ist halt der Grund. Ja, darum zählt es auch minus. Ja. Minus, jetzt, ja, minus 11. Ja, im Ich hoffe, Prinzip es zählt geht er sich ja jetzt einfach aus. die ganzen Einheiten zählt er durch die ganzen Spuren, die er anzeigt. Die zählt er halt durch. Ja. Ja, okay. Das ist cool. Das wusste ich gar nicht. Wieder was dazugelernt. Wieder was dazugelernt. Man lernt halt nie aus. So ist es. Habe ich jetzt eigentlich nach dem Kapfermer Volksfest nochmal aufgenommen? Ich glaube nicht mehr, gell? Nee, nach Dann Kampfmann. müsste ich ja Nein, eigentlich noch nicht. ein paar Worte dazu verlieren. Gerade mal so. Es war übrigens Hammer. Also ich war. Oder doch, wir haben schon aufgenommen. Ich glaube an dem Sonntag. Ja, das könnte sein. Doch, ihr habt danach Weil danach aufgenommen. bin ich hier in Urlaub gefahren. Ich hatte da keine Haben wir Zeit. nochmal drüber Denn geredet? Ich John. weiß es gar nicht. Es war auf jeden Fall hammermäßig. Und Sonntag war ja noch nicht aller Tage Abend. Ich war ja noch Dienstag da und da haben wir uns noch ein paar Massen reingeschüttet. Aber es war das beste Carphammer von den Ereignissen her, muss ich sagen.
War am lustigsten, am besten. Ich fahre die Spur noch zurück, Marvin. Also. Darf ich noch nicht? Ich fahre die zurück. Du oder ich? Marcel? Hallo? Ja? Ich fahre die letzte zurück. Nein! Doch. Nee, dann lass ich dich. Danke. Weil ich werde es nicht schaffen, deswegen. Muss ich nochmal wenden, das. Ich habe gerade Bescheid bekommen, dass ich gehen muss nachher. Leider. Wann denn? Wohin denn? Nach der Folge. Oh, muss meinem Bruder noch helfen, weil der am Umziehen ist. Momentan. Oh mein Gott. Und da müssen wir noch was fahren. Ich habe ein großes Auto momentan. Oh. Dann sind wir quasi ab drei Folgen nur noch zu zweit. Außer wir kriegen Tim noch dazu. Oh mein Gott. Aber dann können Gorst und ich ein bisschen philosophieren über den NS. Dann seid ihr mal zu zweit. Ihr habt ja so angefangen eigentlich. An sich ja. Richtig. Theoretisch müsste ja. Halt habt ihr Zeit für euch alleine? Oh. Da wären wir wieder bei der Jugendfreigabe. Machen wir ein paar Kerzen an. Fläschchen Rotwein. Bäh. Ja, für wird er schon, dann wird er schon willig. Ich glaub's so, jetzt nur könnte du. Ich ja auch noch was sagen, aber das ist auch wieder so. FSK 0 oder FSK 18? Ah, wobei, ne, es könnte gerade auf den Spruch vom Gosse anspielen. Dann mit dem billig. Ah, billig. Willig oder billig? Nicht billig. Willig. Kommt drauf an, wie viel Wein du verträgst. Gar keinen, weil ich ernsthaft noch nie in meinem Leben Wein drungen habe. Ja, dann bist du ja auch billig. Ja, siehst du? Billig zu kriegen, ja. Da reicht dir ja eine kleine Flasche Wein. Wahrscheinlich werde ich einen Wein nur für mich entdecken, aber das dauert noch. Dauert noch 20 Jahre. Dauert nur 20 Jahre, bis ich es das erste Mal probiert habe. Wahrscheinlich, warum habe ich nicht früher einen Wein drungen? Das schmeckt so gut. Ja, das kommt dann auch mit dem Schlager hören. Mit dem was? Oh nein, niemals. Mit dem Musikantenstadel. Nein. Es gibt, also am Volksfest, ist so eine Blasmusik ja nicht schlecht. Aber einmal im Jahr reicht's. Einmal im Jahr reicht halt dann auch. Maximal zweimal, wenn irgendwo noch anders Volksfest ist. Wobei ich sende euch nachher mal einen Link zu einem YouTube-Video. Das sind auch solche in die Richtung, aber die machen richtig Stimmung bei uns. Die kannst du immer anschauen. Ja, das ist halt wieder was anderes. So langweilige Volksmusik ist ja nur was ganz anderes als richtig rockige oder eben auch so verbundrockig mit Volksmusikelementen dazu. Die spielen zum Beispiel Jason Derulo, Wiggle und so. Okay. Es kommt richtig geil. Ja, ansonsten haust du halt ein Gabayene, gell? Boah. Wow. Ich bin ein Volksmusik. Ich glaube, schlimmer geht's nochmal. Ah, doch. Wirklich? Ich kann jetzt nur kein Beispiel nennen, weil. Ja. Nach der Folge. Sonst schaut's noch so aus, als würdest du dir das ständig anhören, gell? Als würdest du dich auskennen. Ich sag nicht, dass ich mich nicht auskenne, da ich viel auf Konzerten unterwegs bin. Ja, gut. Als Ton- und Lichttechniker bist du halt eben auf vielen Konzerten. Und auch bei Volksmusik. Wofür brauchen die Lichttechnik? Am besten die sieht keiner. Ich mache ja auch Tontechnik. Ja, nebenbei. Ja, gut. Ja, Ton brauchen wir fast, aber am besten eher nicht abdrehen. Alles abdrehen. Ah, da hatten wir mal so ein lustiges auf einem Festival, wo Kraftklub gespielt hat. Oh, nee. Kraftklub kennt ihr sicher, oder? Ja. Mir sagt's so, nix, Rock. Aber. Dadurch, dass es ein Festival war und nirgends einen fixen Stromanschluss gab, mussten wir ja ein Aggregat verwenden. Okay. Gut, drei Aggregate waren aufgestellt. Eines nur für den Ton und zwei fürs Licht. Die zwei fürs Licht waren aber auch zuständig für das ganze restliche Gelände. Es waren 1200 Ampere. Ja, auf jeden Fall, auf einmal ging auf der Bühne das Licht aus. Und wir sehen nur noch 12 Jungs losrennen, also das Elektriker-Team vom Festival. Ja. Nun ja, Aggregat abgeschmiert. Das zweite Aggregat hat natürlich eine Überspannung bekommen und ist auch in die Knie gegangen. Kein Licht, kein Strom auf dem Gelände. Super. Und natürlich alle Zuschauer meinten, es gehört dazu. Na echt jetzt? Ja, Ton lief noch, oder wie? Ja, Ton lief ja auf einem anderen Aggregat, das einzeln war.
Dann hätten sie einfach weiter so weitergespielt. Haben sie. Sie haben dann alle Zuschauer aufgefordert, das Handy zu nehmen mit Taschenlampe. Naja. Wenn du richtig gut geil drauf bist, dann läuft ja, die Jungs das weiter. Die meisten Jungs sind cool drauf, da wo vorbeikommen. Das ist ja jedes Jahr. Ende Juli, Anfang August. Ja. Hatte ich eh erzählt. Mhm. Beim letzten Projekt, dass ich da bin. Hast du. Und keine Zeit habe. Genau, weiß ich noch. Ja, das macht jedes Jahr wieder Spaß. Da gleich mal noch eine Frage dazu. Was würdest du denn als Gesangsmikro empfehlen für den Einsteiger? Kommt drauf an, was du machen möchtest. Live-Performance, Studio-Performance. Studio-Performance. Puh, da müsste ich nachschauen. Weil das NT1A ist für Sprache gut. Gesangsaufnahmen klingen dort einfach nicht so warm. Wenn ich das auf manche Lieder draufschneide, soll es halt einfach warm, weicher klingen. Das klingt dann relativ kalt und rau. Hab ich jetzt da... Singt? Ja, eben. Nein! Ich bin gerade verwirrt. Nein, das hat sie falsch verstanden. Ich schneide nur. Aha. Ja, aber du brauchst... wieso fragst du dann fürs Mikro? Derjenige, der singt, braucht halt meinen Rat. Und ich habe gesagt, gutes Rad ist teuer. Ne, guter ich Rad ist teuer. Ich kenne da jemanden. Aber Rennrad würde ich trotzdem empfehlen. Ne, aber ich, wie gesagt, wir haben es mit dem NT1A probiert, aber damit klingt das halt nicht so, wie es sein soll. Das ist verständlich. Eben. Ja gut, wobei du wahrscheinlich mit einem Mischpult da noch viel rausholen hab kannst. Hab ich, aber das ist jetzt... Das Mischpult habe ich so eingestellt gelassen, wie es für die Stimme ist. Bass bisschen mehr hochgedreht und Höhen, also was laber ich denn? Die Höhen, warte mal, wie ist es jetzt gerade eingestellt? die Höhen ein bisschen mehr und die Tiefen und mitten ein bisschen runter. Fährst du gerade Innenperspektive oder Außenperspektive? Innen. Guck, du bist nicht neben Linken. Mir. Du bist nicht neben oh. mir. Oh. Ich sehe keinen mehr. Du bist nicht existent, sorry. Da ist mein Joystick bewegt sich wieder bei dir. Was ist bei dir? Das hey, man sieht dich nicht mal nur mit der Außenperspektive. Man sieht dich einfach gar nicht. Nee, das Phänomen mit dem Gas geben und bremsen. Mit dem Beifahrer, kennst du das nicht? Nee. Steig mal aus, ich fahr mal ein Stück, dann steigst du als Beifahrer ein und gibst mal Gas oder bremst. Ja, hält dir was auf, der ja. Knüppel bewegt sich selber. Wenn ich jetzt vorwärts Gas gebe und du bremst, geht er nach hinten. Ja, ich kann den Knüppel quasi steuern. Ja, aber bringen tut's nix. Geil. Hammermäßig. Ja, dafür, wenn du mit Pedalen fährst, bewegt er sich gar nicht. Nee. Ja, ja, weil er quasi die Eingabe nicht kennt. Ja, der ist hart gescriptet auf W und S. Genau. Das ist in schade. Beim 939 auch. Mal eine Frage von euch, ist keiner interessiert in einem Formel 1 Rennspiel? Nee. Sowas zu spielen? Rennspiele ich generell? Nee. Warum nicht? Nee, du. Wir sind fertig, oh. gell? Nur mal so. Wir sind fertig. Ich hab 13 Minuten auf der Uhr. Ja, wir haben 14 Minuten auf der Uhr. Na. Zwei Folgen krubbern, pflügen. Sind ach so, wir endlich so weit fertig. Durch. So fertig. Ja. Aber nicht mit der Folge durch. Nein. Ja, du musst dich da mal klarer ausdrücken. Tut mir leid. Ja. Ich dachte, also das wäre selbstverständlich. Nach drei Folgen grubbern bin ich jetzt dann hoffentlich auch gleich fertig. Mach da das ist die Wald-BGA und die funktioniert wahrscheinlich genauso wenig. Habt ihr die schon probiert? Ja, ich habe sie im Privat, also privat sage ich schon, im Singleplayer ausprobiert. Okay, und? Und ich habe da eine komplette, also das komplette Silo reingeschäffelt und es ist kein einziger Cent rausgekommen. Das ist nicht gut. Also die BG, Alter, wie fährst du, Junge? Oh, wo komme ich denn hier raus? Ja, das ist jetzt Straße, ein bisschen Exkursion im Allgäu. Mal wieder. Ja, immer. Ist nicht schlecht. Ist nie verkehrt. Jetzt einmal nach rechts oder links? Links. Dann... Ja, stimmt. Natürlich.
Ich bin den Weg zu oft gefahren. Ich habe gerade, kaum bin ich aus der Innenperspektive raus, sind es nämlich nur noch 70, 60 und Außenperspektive sind es da gleich mal wieder 120 FPS. Ja, die 1080 ist halt schon nochmal was anderes hier im LS, damit ist es dann scheißegal, wo du bist, du hast genügend FPS. Und auch dann für einen 144 Hertz Monitor wirkt es dementsprechend einfach flüssig. So, jetzt sind wir aber durch. Jetzt sind wir durch, Freunde. Jetzt sind wir durch. Am Hof. Weil ich bin noch kurz vom Hof und das wirkt doch schöner, wenn ich so quasi meinen Traktor am Hof abstelle, dann sieht es so aus, als wäre die Arbeit wirklich getan. Sieht so aus, als ob du wirklich was könntest. Genau. Ja, gut, dass ich noch nicht durch bin, aber... wo ist denn jetzt der Kerl? Ah, der ist hinten. Behoben. So, gut. Wir sind raus, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.